so war das nicht geplant. Theo, mein Gewalter der Unterwelt und der teuflischen Kobolde im Universum des Overlord-Imperiums. Heute wieder einmal dabei der Ego, der Dummbuch schreibt und keine Motivation hat, weiter Erde für sein Skyblock zu farmen. Naja, nun ist er da und ich als Roboter schrei Hurra, so lasse die Evolioren sich erheben und positiver Energie sich verlieren. Einen wunderschönen guten Abend, Evo. Schön, dass du wieder da bist. Diesmal geht es um Bier. Wenn ich soll, den Bierkessel finden. Wie geht's dir denn, Evo? Das lange Wochenende gut überstanden? Nur weil du immer da bist, heißt es ja nicht, dass ich mich nicht freuen darf, dass du da bist, oder? Greifen die mich von dort an? Ein Schütze. Ja, komm jetzt die Treppe hoch, ne? Metzeln. So, komm. Aber Mist. So war das nicht gedacht. Da war ja noch ein Zwerg. Ausweichen. Und jetzt die Blauen los. Die einsacken und wieder herkommen. Eher schlecht als gut. War es dir zu lang? So, du Zwerg, hast du was gesoffen? Nee, du hast anscheinend gerade geschlafen. Das ist gut, dann bist du noch müde. Macht's mir einfach. Oh, komm zurück. Was soll das? So, ihr Blauen könnt ihr noch bauen. Wie wär's mit dem hier noch? Und jetzt hier noch. Die beiden noch wiederbeleben. Sonst verliere ich einfach zu viel. Aber man sollte es nie bereuen. Man sollte nichts bereuen. Denn wenn man es nicht versucht, weiß man nicht, ob es sich mal was ändert. Kann ich hier angegriffen oder ne? Gut. Dann räumen wir hier erstmal alles schön aus. Genau, Erfahrung hast du gesammelt. Ah, da ist die Speiche. Wird doch mal Zeit. Muss ja noch was kommen. So, nimmt man Speiche mit. Gehen wir hier vorne raus. Bestimmt, wir können hier dann an dem Rad drehen, um dann die Brücke zu öffnen. Genau, dann kommen wir direkt drüber. Boah. Meist muss man nicht den gleichen Weg zurück, wie man hinzu schon gelaufen ist. Oft geht es so einfach schneller. Brauereiaufzug ist aktiviert. Ja, trinkt ruhig, trinkt, ich trinke mit. Gute und schlechte Erfahrungen. Aber alle machen einen stärker. Machen die einfach das Tor zu. Warum machen die das? Okay, das Zentrum. Okay.
beschützen. Gott auch. Aber ich muss die Hebel umlegen. Dann muss ich da runter. Wenn ich aber da runter gehe, werde ich von den Schützen angegriffen. Der Seite wahrscheinlich das gleiche, da geht es direkt hier vorne runter. Komm zurück, bevor wir durchschießt. Steh auf, steh auf. Gut, hat nicht funktioniert. Jetzt werden wir mal die Roten nehmen. Dürfen wir nicht ganz so... Doch, den nehmen wir es auch mit. Und wieder zurück. 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 Wieder zurück. Der Hebel ist umgelegt. Jetzt überlegen wir mal, wie wir das auf der anderen Seite noch machen. Jetzt haben wir leider ein paar Rote verloren. Ich habe gehofft, die sind von den Flammen immun, aber... Das sind sie nicht. Na du? Musst du direkt hier vorne stehen? So, ganz schön geflogen. Wird eh was draufgegangen, wie es aussieht? Braucht noch, ob sie Schützen wichsen und dann greifen die Zwerge an. Lass mal. Och, es war ein Dialog. Oh, der hat einen Schlag drauf. So, wenigstens der eine weg. Jetzt kommt mal weg, kommt mal zurück, kommt mal zurück. Das zweite Mal mit dem Grünen. Wir laufen erstmal hier so lang und greifen den dann von hinten an. Gut. Sind alle grün drauf gegangen. So war das nicht geplant. Schön hier am Rand lang. Nein, jetzt nichts aufsammeln. Oh Mann, kommt jetzt her, nicht sammeln. Ihr sollt da drüber zu dem Hebel. Wir sind ja schön hier am Rand entlang. Dass ihr nicht abgeschossen werden könnt. So, jetzt hier und dann wieder zurück. Ohne etwas einzusammeln. War das denn so schwer? Kommt ihr denn her? Wahrscheinlich aus dem Tor, das ich eben geöffnet habe. So, die haben wir erledigt. Was haben wir hier vorne so? Wir haben noch den. Okay, dann machen wir hier so. Laden wieder voll die Armee auf. Ich habe ein paar Soldaten verloren. Dann machen wir es halt jetzt mal so. Nein. Nur die Braunen. Der ist am Kreis laufen. Am besten schneller, als der sich drehen kann. Das war ein Bild. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ja, hier könnt ihr noch ein bisschen Bier saufen. Was haben wir hier drin? Ihr Biergesell, wenn ihr den stehlt, versetzt ihr den Zwergen einen schweren Schlag. Nicht allein ist nicht ihre Sache. Okay. Bringt ihn in den Turm, dann werden eure Schergen dauernd gesperrt. Und sie lassen sich nicht mehr ins Bett stecken. Oh, die Zwerge sind sauer. Ich hab den Bierkessel. Lass den mal kurz stehen, den Bierkessel. Wir haben Besuch. Ungebetene Gäste. Zwei von denen? So, ich fuck immer ein bisschen mit.
Dann geht das schneller. Wir rennen jetzt mal dorthin. War das genug? Ja, reicht aus. Jetzt kommt hoffentlich keiner mehr. Das ist wahrscheinlich eine unendliche Geschichte, oder? Ja, komm mal zurück, zurück, zurück. Ach, ich kämpfe einfach mit. Den Eimer haben wir so fertig. Wie sieht's hier aus? Gut, bist fast da. Mach mal Platz von dem Portal. Hier soll der Bierkessel drauf. So, jetzt stell ne drauf. Gehört nur mir. Und da Whisky- und Bierherstellung ja ähnlich sind, kann man damit sicherlich auch Whisky herstellen. Wäre mir lieber. Finde den Weg auf die andere Seite des Berges. Von dort bin ich gekommen, glaube ich, oder? Hier muss ich jetzt durch. Oder wenn jetzt hier lang geht, dann... Ist das jetzt richtig? Ja, das ist die Hintertür. Die ist offen. Die Hintertür der Brauerei ist offen, ne? Sagen wir mal noch dazu. Dass hier niemand etwas falsch versteht. Erstmal alles mal... Dann sind wir jetzt hier, sind auf der Rückseite und haben jetzt keine Aufgabe mehr. Die wird wahrscheinlich gleich kommen. Was haben wir denn? Wir haben 27 davon, 3 rote, keine grünen. Okay, dann machen wir erstmal... Hey, hier. Die tauschen wir mal aus. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar grüne. Was wollt ihr? Die letzten Elfenfrauen. Ich hörte sie da drin laut weinen. Ohne sie ist unsere uralte Rasse dem Untergang geweiht. Ihr werdet euch in die Höhle des Zerstörers begeben. Sie ist voller Schätze. Aber ihr müsst bereit sein, den Meister und sein Ungeheuer zu zerstören. Es heißt, er nennt es Feuerwalze. Klingt nicht gut. Meine Schlacht und Schätze. Das klingt doch richtig gut, Meister. Ja, die schätze ich schon, aber nicht die Feuerwalze. Die klingt nicht so gut. Tötet Golde und sein Spielzeug. Diese Statue ist in Judas Territorium angekommen, Herr. Eure Schergen sind entkommen und suchen nach einem geeigneten Turmportal. Okay, also das vom letzten Stream hat also funktioniert, weil dort habe ich ja Schergen in die Statue gebracht. Und wie? Das waren die Schergen von Troja gewesen. Die sind jetzt ausgebrochen und suchen jetzt ein Portal. Und dann weiß ich, wer derjenige ist, der die Statue wollte. Und dann werde ich erfahren, ob das gut oder schlecht ist. Jetzt gehen wir wieder auf Schafjagd. Ein bisschen am Rad drehen. Und dann gehen wir hier einfach mal weiter. Mal sehen, wo wir da hinkommen werden. Ihr habt da eine Menge Pilze. Oh, ich glaube, die nutzt ihr nicht. Also ich weiß gerade nicht, was mich erwarten wird und wo ich hier lang soll. Es gibt hier gerade wieder verschiedene Wege. Hier können sie trinken. Macht ja auch okay. Naja, nüchtert erstmal aus. Ihr Zwerge, nüchtert erstmal aus. Weil, wenn die Zwerge so betrunken sind, dann sind die so stark. Dann haben die irgendwie viel mehr Leben.
Sehen besser aus. Also gehen die ja auch zu platt. Jetzt kommen sie. Jetzt kommt er. Jetzt sind wir weg. Jetzt sind wir weg. Kommt, kommt. Die müssen erstmal ausnüchtern. Oh was. Da ist er, da ist er, da ist er. Genau, ich trinke erstmal was. Das ist ja ein Bossgegner. Das habe ich ja völlig verpasst.